Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Baufrom24TV. Ja, liebe Leute, ich bin heute in Stuttgart bei Mercedes. Die haben uns eingeladen und zeigen uns einen ersten Einblick, Ausblick auf den neuen Sprinter, der im Frühjahr 2018 präsentiert wird. Also ich schaue mich um, los geht's. Kurz zur Vorgeschichte und zur derzeitigen Situation. Der Sprinter ist natürlich für Mercedes im Nutzfahrzeugbereich eine ganz wichtige und ganz große Nummer. Und bisher war das ja ein Kooperationsprojekt mit VW. Da gab es den Craft, den Sprinter. Beide wurden in Düsseldorf gefertigt. Und ich habe euch 2016 schon erstmalig den neuen Crafter präsentiert. Den bin ich gefahren. Neulich bin ich den noch in Österreich gefahren. Gibt es auch noch mal ein schönes Video dazu. Verlinken wir euch gerade oben in der Infobox. Ja, und der Crafter wird in Polen gebaut. Eigenes Projekt von VW. Und Mercedes baut jetzt eben auch einen komplett neuen Sprinter, haben den komplett neu entwickelt. Und wir haben heute mal die Gelegenheit, hier so ein paar Workshops zu besuchen und auch schon ein paar Bilder, ein paar Sneak Previews, wie der neue Sprinter aussieht, der dann im Februar voraussichtlich erstmals präsentiert wird. Auch da sind wir natürlich dabei. Jetzt gibt es hier eine Station, Mercedes nennt das hier Labs. Diese Station beschäftigt sich mit dem Thema der Sprinter als People Mover, also als Personentransporter über Konzepte wie zum Beispiel Ridesharing, also Fahrgemeinschaften, die über eine Cloud organisiert werden, die auch entsprechend optimiert werden, wenn zum Beispiel ein Fahrzeug fährt, was eigentlich voll besetzt ist, aber dann steigt jemand aus, frühzeitig ist ein Platz frei, kann dann online direkt geguckt werden, dass dieses Fahrzeug wieder als verfügbar geführt wird. Das ist also wirklich Hightech und ein Blick in die Zukunft, wahrscheinlich die nahe Zukunft, denke ich mal. Aber daneben haben wir auch schon was zum Anfassen, was Greifbares vom neuen Sprinter, und das sind nämlich die neuen Sitze, die man hier schön in Reih und Glied aufgebaut hat. Ja, ich habe jetzt im Kopf so nicht direkt den Vergleich zu den alten Sprinter-Sitzen, aber was fällt auf? Alle Sitze sind jetzt hier mit serienmäßiger Lehnenverstellung. Das gab es wohl bisher so nicht. Dann sieht man auch die Kopfstütze. Die hat hier so einen Knopf und dann kann ich die Kopfstütze einfach so verstellen. Das ist relativ easy. Und die Sitze für die Passagiere haben jetzt auch Cupholder. Außerdem gibt es Smartphone-Halter im Fahrgastraum, wo du dein Handy laden und verstauen kannst. Eine ganz pragmatische Lösung. Auch interessant ist der Blick auf die Türverkleidung. Da sieht man nämlich elektrische Sitzverstellung, die natürlich optional ist. Aber man sieht auch noch ein Detail. Da ist nämlich ein Knopf für eine Sitzlüftung. Und eine Sitzlüftung ist wirklich Premium. Ich bin mir gerade aus dem Kopf nicht sicher, aber ich glaube, das hat nicht mal der Crafter. Und was mir gut gefällt, ist, dass beim neuen Sprinter, der 2018 kommen wird, eben die Sitzverstellung, auch wie bei den Mercedes-PKWs, ist nämlich mit der Logik, die einen Sitz darstellt. Du hast das im Blickfeld, du kannst da dran, du brauchst nicht umständlich seitlich am Sitz oder so rumfummeln, wie es andere oftmals haben. Finde ich top. Was man hier an dieser Station sieht, ist das Thema Cab and E-Grocery. Ja, Cab ist eben Kurierdienste, Express, Paketdienst, und E-Grocery ist eben Lebensmittelhandel online. Erster Gedanke, der mir kam, ist, das hat es ja früher eigentlich schon mal gegeben, weil früher, als die Infrastruktur auf den ländlichen Dörfern noch nicht so war, da gab es viele Mercedes-Transporter, kenne ich noch als Kind, die so über die Dörfer gefahren sind und die hatten Lebensmittel. Und da konntest du dann hingehen und die hatten so alles für den täglichen Bedarf, auch Frischlebensmittel. Und die sind eigentlich ausgestorben, sind so aus dem Bild verschwunden. Aber das Thema ist wieder stark im Kommen. Denn Onlinehandel boomt natürlich, E-Commerce boomt, kennt ihr alle. Jeder bestellt wahrscheinlich von euch heute bei Amazon, ich zumindest, sehr intensiv, weil es eben sehr bequem ist. Man braucht nicht rein in die überfüllten Innenstädte, Parkplatzsuche etc., sondern Mausklick und am nächsten Tag hast du es. So, und das Thema ist eben auch Lebensmittel. Und da sieht man so den nächsten Wachstumsmarkt. Mercedes sagt uns hier, dass die Wachstumsraten für diesen Bereich zum Beispiel bis 2020 in Deutschland um 14,7% sind. In Frankreich oder UK sieht es nicht ganz so stark aus, aber auch da haben wir ein Wachstum. Und das muss ja auch irgendwo abgebildet werden. Also setzt sich Mercedes hier nicht nur mit dem reinen Fahrzeug auseinander, sondern eben auch mit Lösungen, Logistiklösungen, die dann teilweise sowohl den Laderaum betreffen, als auch die ganze Logistik, die Software und die Organisation dahinter. Und was Mercedes hier präsentiert, ist so ein Konzept für den E-Grocery-Bereich. Das ist jetzt mal hier schematisch ein Laderaum eines Sprinters dargestellt mit einem, ja, wie nenne ich es mal, ein Regalsystem. Und du hast hier zwei oder drei
Temperaturzonen, nicht Klimazonen, aber Temperaturzonen. Es gibt so den normalen Ambient-Bereich, also 15 bis 18 Grad. Sprich, das ist eigentlich Raumtemperatur, aber auch das musst du eventuell kühlen. Denn wenn du im Sommer Schokolade ausliefern würdest, das wäre nicht so prickelnd, wenn du keine Kühlung oder Klimatisierung in dem Laderaum hättest. Und dann gibt es den Bereich für frische Lebensmittel, 2 bis 7 Grad, natürlich Tiefkühlung, minus 18 Grad. Und man hat hier ein Konzept, man wollte nicht näher darauf eingehen, wo man diese Temperaturzonen in einem Fahrzeug realisieren kann. Und zwar auch energetisch auf einem Weg, die jetzt zum Beispiel bei einem Elektrosprinter nicht an der Reichweite knabbert. Und wie das passieren soll, das hat man auch noch nicht gesagt, könnten wir gespannt drauf sein. Aber nochmal zurückzukommen auf das Konzept hier. Man sieht, man hat hier eine Tür vom Laderaum, ähnlich wie bei so einem Bus, und der Auslieferungsfahrer, der fährt seine Adresse an und da weiß er jetzt zum Beispiel, okay, der hat die und die Sendung bestellt. Dann wird hier durch so ein Vorrücken, durch so ein Regalsystem direkt das richtige Paket, die richtige Lieferung nach vorne gerückt. Der Fahrer kann dann vom Fahrer aus direkt in den Laderaum, nimmt das Paket raus, Tür öffnet sich, er liefert das Paket aus oder die Sendung, kommt wieder zum Fahrzeug, Tür öffnet sich wieder, kann weiterfahren. Interessante Lösung und ein bisschen auch ähnlich wie der Vision, den ich euch auf der IAA gezeigt habe. Verlinken wir gerade noch mal in der Infobox oben. Sehr interessantes Thema. So, liebe Leute, ich habe jetzt mal die Gelegenheit, exklusiv hier schon mal das Cockpit des neuen Sprinter anzuschauen. Das sieht schon eine ganze Spur anders aus. Interessant ist, du hast hier in der Mitte immer diesen Block und der ist unterschiedlich, je nach Ausstattungslinie. Hier hast du beispielsweise ein normales kleines Radio- und Ablagefach. Was auffällt, hier hast du auch die Lüftungsdüsen in der Mitte. Es gibt nämlich die Basisversion, die hat in der Mitte keine Lüftungsdüsen. Und was mir besonders gut gefällt, direkt ist, die Lüftungsdüsen sind erstmal klar rund. Ich kann die einfach hier in alle Richtungen schwenken und ich kann sie regulieren. Nämlich indem ich sie einfach auf und zu mache. Und das hat nämlich der Kollege aus Hannover oder aus Vreschnja. Da kannst du die Lüftungsdüsen zwar ausrichten, aber nicht regulieren. Und das bemängel ich eigentlich immer, weil ich finde, das am falschen Ende gespart. Hier bei Mercedes haben die Leute jetzt hier das meiner Meinung nach richtig gemacht. Auffallend auch noch ist, hier ist der Start-Stop-Knopf. Das heißt, der neue Sprinter kommt serienmäßig mit Keyless Start. Also Schlüssel hier in der Tasche und dann einfach über den Knopf starten. Das hat auch die Basisversion bereits. Und was auch auffällt, wir haben hier schon eine Lenkradfernbedienung mit einem Touch-Button, den man dann quasi wie im Pkw, wie zum Beispiel in der neuen E-Klasse entsprechend bedient. Das hier ist zum Beispiel jetzt absolute Basis. Das ist nicht volle Hütte, das ist hier quasi nackt. Da habe ich ein großes Ablagefach, kein Radio, keine Mittelausströmer. Aber auch hier die Heizungsbedienung relativ simplifiziert. Interessantes Detail, ich habe hier keinen Knopf mehr für die Luftverteilung. Im Prinzip schon, aber dann auch wieder nicht. Ich kann hier einmal die Luft nach unten machen, dann habe ich die Defrost-Stellung, also wahrscheinlich die Luft komplett nach oben. Und ansonsten regel ich das hier über die Lüftungsdüsen direkt, die ja eben regulierbar sind. Bei den höheren Varianten, das heißt mit einer Klimaanlage, habe ich dann auch wieder eine Luftverteilung, die ich manuell beeinflussen kann. Bei dieser Version habe ich dann die etwas höhere Ausstattungslinie. Da sehe ich, hier habe ich schon Display in der Mitte. Das wird wahrscheinlich hier Navigationssysteme oder Infotainment sein. Darunter habe ich eine Klimaanlage, keine Klimatronic. Aber mit der Klimaanlage habe ich dann auch wieder meinen Knopf für die Luftverteilung. Hier Temperatur, da Lüftung. Ähnlich wie beim Pkw. Auch hier habe ich die Lenkradfernbedienung, die ist hier etwas erweitert. Ich habe aber hier keine Tempomatbedienung und ich würde mal sagen, relativ revolutionär bei Mercedes. Ich habe keinen Lenkstopphebel mehr für den Tempomat. Das geht über Tipptasten am Lenkrad. Ja, hier haben wir die Top-Ausstattung oder die Top-Linie und hier haben wir fast alles verbaut. Zum Beispiel hier im Lenkrad die Tempomatbedienung. Kenne ich vom BMW, finde ich da eigentlich perfekt. Du hast auch hier offensichtlich einen Druckpunkt, wahrscheinlich hier für 1er-Schritte. Und dann über den Druckpunkt sind es wahrscheinlich 10er-Schritte. Echt prima. Ich finde hier keine Option für eine Distanzregelung. Also dieser Kollege hat zumindest wahrscheinlich keine Distronic verbaut. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass es dann in der Serie als Option erhältlich sein wird. Was auch auffällt, ist das Design der Lenkstockhebel. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Das sieht hier etwas, ja, so ein bisschen robuster
aus, so ein bisschen eckig hier, aber das ist bewährter Kombihebel von Mercedes, also Wischerbedienung, Blinker, Fernlicht. Ja, und hier habe ich noch den Heckwischer installiert und hier habe ich den Wählhebel der Automatik. Fühlt sich nicht mehr ganz so voluminös an hier wie der bisherige Wählhebel, den man zum Beispiel auch aus der M-Klasse kennt oder vom GLE. Der ist ja hier etwas breiter ausgeführt, das ist hier nicht so. Dann großes Display, Top-Istungsdüsen sind regulierbar auf zu, komplett in alle Richtungen, sehr einfach. Ich brauche nicht, wie beim Vito, da nervt mich das, dass ich auf der einen Seite hier Regulierung habe und da nochmal die Positionierung links-rechts, also in zwei Ebenen. Hier ist es wirklich in einer Funktion zusammengefasst. Ist ja auch so ein bisschen eine Reminiszenz an den Strich-8er, an diese Generation oder W123er, da hatte man das ja auch schon ähnlich. So, und was sehen wir hier noch? Lichtschalter, im Prinzip auch jetzt für Mercedes-Fahrer nichts Neues. Was hier auffällt, ich habe hier keine Leuchtweitenregulierung. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass wir hier einen LED-Scheinwerfer verbaut haben oder ein Xenon. Ich würde aber sagen, Xenon ist eigentlich jetzt ja nicht mehr up to date, dass wir hier wahrscheinlich Voll-LED-Scheinwerfer haben. Frage ist, ob es dann aktiv ist oder einfach nur normale LED-Scheinwerfer wie beim Vito. Mich interessiert, was sagt ihr zum neuen Cockpit? Wie gefällt euch die Studie, die man bisher gesehen hat von außen? Und was haltet ihr vom bisherigen Sprinter? Und auch gerade jetzt, wo der Crafter wirklich ein Top-Auto geworden ist, ist der Sprinter ja wirklich unter Zugzwang. Und ich denke mal, wenn das so dann im Februar hier auf die Straße kommt, erstmalig, dann braucht sich Mercedes auch nicht bange machen vor dem Crafter, beziehungsweise der VW hat dann auch wieder einen ernstzunehmenden Gegner in der Transporterklasse. Jetzt hau ich mal einen Karlau raus, denn was haben dieser Kühlschrank und der neue Sprinter gemeinsam? Richtig, die laufen beide mit Strom. Zumindest, wenn man den Sprinter als E-Sprinter wählt. Und der kommt ab 2019. Hier gibt es einen kleinen Einblick, was da so kommen wird. Zum Beispiel der Motor. Die Technik teilt sich teilweise Komponenten aus dem Pkw-Bereich. Zum Beispiel die Hochvoltsektion, hat man uns gesagt. Das sieht hier alles auch irgendwie noch so prototypmäßig aus. Ich würde sagen, das kommt hier aus dem 3D-Drucker. Auch der untere Teil hier, das Motorgehäuse, ist aus dem 3D-Drucker, aber das ist nur ein Mockup. Aber so wird das wohl so ungefähr aussehen. Motortechnik teilt er sich dann mit dem e-Vito. Der ist ja gerade auch vorgestellt worden, ist jetzt aktuell schon bestellbar, wird ab 2018 ausgeliefert, kommt mit 84 kW. E-Sprinter wird wohl auch 84 kW haben, zumindest nach derzeitigem Kenntnisstand oder nach derzeitigem Informationsstand. Ja, und was akkumäßig so geht, das sehen wir hier. Das ist ebenfalls dieselbe Technik wie aus dem e-Vito. Hier haben wir eine Kapazität von rund 41 Kilowattstunden. Und das sind jetzt hier drei Akkumodule, Lithium-Ionen-Batterien. Und drumherum ist dann hier ein Rahmen. Der Rahmen hat zwei Funktionen. Zum einen Crash-Sicherheit, gerade Seitenaufprall. Und die Akkus sind ja hier komplett montiert. Das heißt, die werden außerhalb des Fahrzeugs vormontiert und dann wird das Ganze von unten unter die Bodengruppe montiert, sodass man das in einem Arbeitsgang quasi in die Bandfertigung mit eingliedern kann. Und da wir jetzt hier drei Module haben, wäre das ja theoretisch auch denkbar, dass es nur zwei Module sein könnten, wenn man den entsprechenden Anwendungsfall hätte oder vielleicht auch ein viertes Modul dazu, je nach Anwendungsfall. Und beim e-Vito ist es ja auch so, dass man sagt, das Fahrzeug ist nicht für die Langstrecke gebaut. Der e-Vito hat eine Reichweite von praxisnahen 150 Kilometern. Sagt Mercedes, und selbst wenn man unter widrigen Bedingungen, das heißt im Winter mit Heizung etc., Stadtverkehr viel beschleunigen, dann soll man immer noch 100 Kilometer weit kommen. Und ich meine, gehört oder gelesen zu haben, dass die ersten 1500 E-Vitos von Hermes zum Beispiel bestellt worden sind. Die wollen wahrscheinlich wohl dem E-Scooter der Post ein bisschen Konkurrenz machen. Wobei ich wetten möchte, dass der Fahrer im E-Vito es ein bisschen komfortabler hat, als der Fahrer, der den E-Scooter von der Post fährt. Weil die Kollegen sind momentan ja, glaube ich, nicht so ganz begeistert, was den Fahrkomfort anbelangt. Und die Spitzengeschwindigkeit beim E-Vito 120 abgeriegelt. Der E-Scooter, glaube ich, bei 80, um die Reichweite nicht zu sehr zu beschränken. Ja, liebe Leute, das war's dann auch vom neuen Sprinter. Also ein erster Sneak Preview. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Dann gerne einen Daumen hoch, Abo dalassen, weil ich freue mich riesig, wenn ich das Gerät hier zum ersten Mal richtig fahren kann. Denn momentan ist das hier noch ein bisschen wackelig. Aber ich sag mal Vorserie, ne? Oder Mockup. In dem Sinne, macht's gut, bis dann.